Leopold I. von Anhalt-Dessau, 1676 bis 1747. Hier sehen Sie Leopold I. von Anhalt-Dessau, porträtiert vom Historienmaler Günther Dorn. Der Fürst ging als alter Dessauer in die Geschichte ein. Seit 1693 in brandenburgischen Diensten prägte er als Marschall des Soldatenkönigs das moderne preußische Militärwesen. Für Friedrich den Großen, den er als Kronprinz in der Kriegskunst unterwiesen hatte, erfocht er den Sieg in der Schlacht bei Kesselsdorf nahe Dresden. Eduard von Winterstein trat zweimal als Fürst Leopold im Film auf, 1922–23 in Fridericus Rex und 1925–26 in Die Mühle von Sanssouci. Unter der Regie von Friedrich Zelnik gab Hans Mierendorf den alten Dessauer in dem 1932 uraufgeführten Historienfilm um Friedrich den Großen, die Tänzerin von Sanssouci. Für klüger gehalten, Dessauer. Gar nichts habe ich vergessen. Aber die anderen sollen glauben, dass ich vergessen habe. Deshalb lassen Majestät die Barbarina kommen. Unter der Regie des aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland remigrierten Arthur Robinson spielte Willy Fritsch 1933 im Uferfilm des jungen Dessauers Große Liebe die Hauptrolle. Erzählt wird die authentische Geschichte, wie sich Fürst Leopold als junger Mann in eine Bürgerliche verliebt, die Apothekerstochter Anna-Luise Föse. Sie wird als seine Gemahlin zur allseits beliebten Landesmutter und schenkt ihm 10 Kinder. In dieser Szene ist das Filmpaar Fritsch-Trude-Mahlen aus dem Dessauer Streifen zu sehen. Willy Fritsch war zu jener Zeit der meistbeschäftigte Liebhaber des deutschen Films. Zwischen 1933 und 1945 trat er als solcher in 35 abendfüllenden Produktionen auf. Liselotte von der Pfalz, 1652 bis 1722. Die pfälzische Kurfürstentochter Elisabeth Charlotte, genannt Liselotte von der Pfalz, kam am 27. Mai 1652 in Heidelberg zur Welt. Durch dynastische Heiratspolitik geriet sie an Philipp I. von Orléans, den eigentlich mehr den Herren zugeneigten Brüder des französischen Monarchen Ludwig XIV. Sie machte das Beste aus dieser Zwangsverbindung und ließ es sich am französischen Hofe so gut gehen, wie es eben ging. Was ihr aber unsäglichen Pein bereitete, war, dass sich ihr Schwager, der Sonnenkönig, mit Hinweis auf seine familiären Bande zu ihr, die Pfalz, unter den Nägel reißen wollte, wobei er vor Brandschätzung, Mord und Totschlag nicht zurückschreckte. Stets deutschbewusst schrieb Liselotte: „Die Liebe vor das Vaterland kann mir nichts aus dem Herzen gehen als mit dem Leben." Unter der Regie von Karl Fröhlich spielte Renate Müller in dem 1935 entstandenen deutschen Spielfilm Liselotte von der Pfalz die Hauptrolle. Der Streifen lief in den Kinos, auch unter dem Titel Frauen um den Sonnenkönig. 1937 starb Renate Müller, eine Schönheit, gerade 30 Jahre alt, an einer heimtückischen, mit schweren epileptischen Anfällen verbundenen Krankheit. Dass Dr. Goebbels sie in den Tod getrieben habe, oder sie von den Nazis ermordet worden sei, wird auch durch noch so viel Nachgeplapper nicht wahrer. Gottfried Reinhardt, Sohn von Max Reinhardt, schlachtete das Schicksal der Schauspielerin in seinem 1960 inszenierten Streifen Liebling der Götter aus, einschließlich der erwähnten erfundenen Geschichte. Inszeniert von Kurt Hoffmann, kam 1966 der Film Liselotte von der Pfalz in die Lichtspielhäuser. Die aus Kärnten stammende Heidelinde Weiß spielte die Titelrolle in diesem ausstattungsmäßig gelungenen, doch insgesamt unter dem Niveau der 1935er Verfilmung liegenden Streifen. Und drittens... So. Kennst du sie denn so gut? Genug, um euch Auskunft zu geben. ist mein Vergnügen, eine so reizende Bekanntschaft zu machen. Ich heirate den, der mir gefällt, damit ihr es wisst. Wer hat den König auf diese Idee gebracht? Ich nicht, Monsieur. Das kann ich mir denken, Herr Kriegsminister. Seine Majestät erfüllen mit dieser Entscheidung eine Bitte ihrer Gemahlin, der Herzogin. Ihr bleibt hier. Ich nehme an, das haben wir Madame zu verdanken. Chevalier, Sie sprechen von der Herzogin von Orléans. Es hat schon mancher Feldherr eine Schlacht verloren, weil ihm die Weiber den Kopf verdreht haben. Friedrich List, 1789 bis 1846. Friedrich List auf einer zeitgenössischen Darstellung des Lithographen Josef Kriehuber. List war der hellsichtigste Nationalökonom seiner Zeit. Das Volk sollte auch für die Wirtschaft die wichtigste Bezugsgröße sein, forderte er. Vor allem kämpfte er gegen die Zollschranken im damals 38-fach gespaltenen Deutschland, die Hemmschuhe für den wirtschaftlichen Fortschritt waren. Und er erkannte als einer der ersten die überragende Bedeutung der Eisenbahn. Wegen seiner Opposition gegen etablierte Kräfte musste Liszt zeitweise in die Vereinigten Staaten emigrieren. Eugen Klöpfer als Friedrich List, die Hauptfigur in dem 1943 von der Bavaria produzierten und von Hans Schweikart nach einem Drehbuch von Walter von Mollo und Ernst von Salomon inszenierten Film Der unendliche Weg. Die liebenswürdige Art, in der die Vereinigten Staaten trotz des damaligen Kriegszustandes dargestellt sind, erstaunt heute viele Kritiker. Ein Hollywood-Film mit Bezug auf Deutschland, ohne massive Hasstiraden, war seinerzeit jedenfalls kaum denkbar. Überlegt euch noch, es wird ja hier wieder besser werden. Wartet noch. Na, Sie können warten. Der dicke Vollfresser! Sind doch Vernunft an! Also müssen Sie sich überhaupt drehen! Sie sind wohl auch einer von den Beamten! Ihr seid mit einem Schuld, ihr Beamten! Ich bitte euch! Seid doch Vernünftig! Haut ihn doch den Strafbahn runter! Was? Aber ich bin sofort bei uns! Es geht nicht alles so, wie ich es mir gedacht habe, Professor. So? Diese Schafsköpfe von Bankleuten wollen nicht mehr so recht ran. Sie sagen, der Präsident nehme auf einmal eine ablehnende Haltung ein. Das habe ich mir gedacht. Ach, nehmen Sie es leicht, Professor, dieser alte Holzbock. Nächstes Jahr bin ich Präsident. Das heißt, wenn Sie mir dabei helfen. Sie müssen mir den Wahlkampf machen, Professor. Sammeln Sie mir die Stimmen der Deutsch-Amerikaner. Oder an der Ostsee. Das wollen wir ja gar nicht mehr wissen. Das interessiert uns doch gar nicht. Wir sind jetzt freie Amerikaner. Es ist nicht wichtig, wo wir hergekommen sind. Herr Mister, schon Ritter, Sie sind freie Amerikaner und können natürlich hier frei reden, so viel Sie wollen. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es diesem einzigen, wirklich hundertprozentigen Amerikaner unter uns auch frei steht, so viel zu trommeln, wie er will. In diesem Lande leben Menschen der verschiedensten Abstammung, die sich zusammengeschlossen haben zu gleichen Pflichten und zu gleichen Rechten. Aber bei aller Bescheidenheit wollen wir daran erinnern, dass dieses Land zu seinem größten Teile urbar gemacht wurde von Deutschen. Wir wollen daran erinnern, dass die Eisenhämmer, die Glasfabriken, Seide, Indigo, eure Erze und Gruben vorwiegend von Deutschen begonnen und gewonnen wurden. Ja, sogar eure Nationalhymne wurde von hessischen Soldaten hierher nach Amerika gebracht. Wir haben also ein Recht darauf, gehört zu werden. Denn jetzt steht zur Debatte, ob Amerika nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich frei von England sein soll. Und da müssen wir Deutsche den Aufschlag geben. Oh. In England ist der Feind aller freien Völker, die sich nicht ausbeuten lassen wollen. Und darum erfüllt eurer alten wie eurer neuen Heimat gegenüber eure Pflicht und wählt den Gegner Englands, den General Jackson. Franz Liszt, 1811 bis 1886. Der aus deutscher Familie stammende, ungarische Kultur eng verbundene Franz Liszt war einer der bedeutendsten Tondichter des 19. Jahrhunderts. Insbesondere brachte er die sinfonische Dichtung zur höchsten Vollendung. Seine Tochter Cosima war die Gemahlin Richard Wagners. Liszt führte die neudeutsche Schule in der Musik. Sein Vetter gleichen Namens zählte zu Deutschlands wichtigsten Strafrechtlern des 19. Jahrhunderts. Das zeitgenössische Gemälde von Josef Dannhäuser zeigt Liszt am Pianoforte. Ihm lauschen von links Berlioz, George Sand, Paganini und Rossini. 1922 trat Gustav Fröhlich in dem Film Paganini als Franz Liszt auf. Die Regie führte Heinz Goldberg. 1934 sah man Hans Schlenk unter der Spielleitung von Gisa von Bolvari als Meister der sinfonischen Dichtung in dem Lichtspiel um das Schicksal Chopins Abschiedswalzer. Auf dem Szenenbild lehnt Liszt alias Schlenk rechts am Klavier. Wenn ich nicht irre, begleitet mich Friedrich Chopin. Und wenn ich nicht irre, spielt hinter mir Franz Liszt. 1949 war ein schlimmes Jahr für Wagner. Die Revolution niedergeschlagen. Er als Mitkämpfer musste aus Dresden fliehen und kam zu mir nach Weimar. Ich konnte ihn aber nicht lange schützen, denn überall hing schon der Steckbrief gegen ihn. Wir verschafften ihm also einen Pass mit anderem Namen und damit floh er weiter. Beim Abschied bat er mich inständig, mich eines Werkes anzunehmen, das er eben beendet hatte. Er war damals völlig verzweifelt. Überall in Deutschland wurde seine Musik abgedehnt. Ich war einer der ganz wenigen, die an ihn und seine Sendung glaubten und in seiner Not fest zu ihm standen. Franz Herterich war Liszt in der deutsch-ungarischen Gemeinschaftsproduktion von 1935, den von Heinz Hille in Szene gesetzten Film Liebesträume. Emil Lohkamp spielte die Rolle in dem 1944 uraufgeführten Robert Schumann-Film Träumerei. Und 1953 oblag es Paul Hubschmid unter der Regie von Peter Berneis, Franz Liszt in der bundesdeutsch-französischen Koproduktion darzustellen. 1981-82 entstand als ungarisch-bundesdeutsch-italienisch-französische Koproduktion die achteilige Fernsehserie Franz Liszt. In Peter Patzkas abstoßenden, dekadentem Film von 1986-87 Warnfried, Richard und Cosima mühte sich Anton Diffring als Franz Liszt ab. Ludwig II. 1845 bis 1886. Die Wittelsbacher zählen zu den bedeutendsten deutschen Fürstenhäusern. Ein Dreivierteljahrtausend regierten sie Bayern. Sie herrschten über die Rheinpfalz und zeitweilig sogar in Brandenburg. Zwei Kaiser entstammten dem Geschlecht. König Ludwig II., den man hier im Gewand des bayerischen Georgsordens auf einem Gemälde von Gabriel Schachtinger sieht, war vor allem als Bauherr märchenhafter Schlösser und wegen seines Mäzenatentums zugunsten Richard Wagners ein unvergleichlicher Förderer der Künste. Dem vom Hof als Hymne zunächst abgelehnten Gott mit dir, du Land der Bayern von Michael Oechsner und Max Kunz mit den Bekenntnissen Deutsche Erde, Vaterland, das mit Deutschlands Brüderstämmen einig uns der Gegnerschau und deutsche Heimat weiß und blau, gab er nach seiner Thronbesteigung 1864 die Weihe des Herrschers. Ludwig II. Trug zum 18. Januar 1871 dem Preußenkönig Wilhelm namens der deutschen Fürsten offiziell die Kaiserwürde an. In Karl Fröhlichs Film Richard Wagner von 1913 spielte Ernst Reicher den Bayernkönig. Wilhelm Dieterle war Regisseur und zugleich Hauptdarsteller in dem 1929 produzierten deutschen Spielfilm Ludwig II., König von Bayern. Dieser Streifen aber wird an Qualität in den Schatten gestellt von dem exzellent inszenierten, prachtvoll ausgestatteten und überzeugend gespielten Bavaria-Film von 1955, Ludwig II., Glanz und Elend eines Königs. Unter der Regie von Helmut Keutner ging Hauptdarsteller O.W. Fischer ganz in seiner Rolle auf. Fischer, der schon vor 1945 als Filmdarsteller Regie hatte, war in der erfolgreichsten Zeit des deutschen Nachkriegsfilms dessen populärster männlicher Star, dessen Beliebtheit in ihrer Dimension mit dem durch Hollywood-Stars ausgelösten Begeisterungstaumel vergleichbar ist. Es wird auf dem Wege des Fortschritts die anderen Nationen einholen, ja, vielleicht überflügeln. Es wird Eisenbahnen, Kanäle bauen, eine gewaltige Industrie errichten, eine mächtige Schifffahrt, wird es mit der ganzen Welt verbinden. Seinem Reichtum, seinem Ansehen wird eine starke Kriegsmacht Kraft und Bestand verleihen. Und das Glück... Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche, Exzellenz, aber in dem Arsenal Ihrer kraftvollen Worte nimmt sich das Wörtchen Glück ein bisschen seltsam aus. Glück ist eine große Gnade. Nehmen Sie... Danke, Euer Majestät. Halten Sie ruhig Platz. Im Vergleich zur keutnerschen Verfilmung fiel Luchino Viscontis Bewältigung des historischen Sujets Ludwig II., eine deutsch-italienische-französische Koproduktion von 1972, steil ab. Nicht zuletzt wegen des sichtlich überforderten Hauptdarstellers Helmut Berger. In dem bundesdeutsch-schweizerischen Gemeinschaftswerk von 1993 Ludwig 1881 quälte besagter Schauspieler unter der Regie von Donatello und Fosco Dobini sich und das Publikum noch einmal als Märchenkönig. Gib mir die Kraft, ein guter König zu sein. Und nun bist du unser König. Ich werde ein Zukunftsreich errichten, ganz nach meiner Vorstellung. Der Schöpfer des Löwenkönigs soll nach München kommen. Richard Wagner? Ja. Bald werdet ihr spüren, wie die Musik uns höchstes Glück bringt. Wenn du dein Volk glücklich machen willst, gib ihm Freiheit, das ist, wonach es sich sehnt. Du sprichst mir doch aus der Seele, Elisabeth. In Frieden und Glück soll mein Volk leben. Und das ist Freiheit. (2012) folgte Marie Nölls und Peter Serres Ludwig II. Mit Sabine Tambria als junger Regent und Sebastian Schipper als gealterter Ludwig. Majestät soll ein ewig Rätsel bleiben. Harry Bär war der Märchenmonarch, in dem 1972, also im selben Jahr wie Viscontis Stück, uraufgeführten Spielfilm Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König. Es handelte sich um den ersten Teil einer Leinwandtrilogie des Regisseurs Hans-Jürgen Sieberberg, die mit Karl Mayl von 1974 und Hitler von 1977 fortgesetzt wurde. Das Epos trägt Züge einer Vergangenheitsbewältigungsneurose, wie sie Sieberberg selbst Jahre später in seinem aufsehenerregenden Buch für Bundesrepublikanien diagnostiziert hat. Adolf Freiherr von Lützow, 1782 bis 1834. Der preußische Reiteroffizier Adolf Freiherr von Lützow, 1809, Mitkämpfer Schills, bildete im Februar 1813 in Breslau sein Freikorps mit der Eigenbezeichnung Schar der Rache zum Kampf gegen Napoleon. Diese Bildnis des Freikorpsführers folgte einem Stich von Giuseppe Longhi, einem Zeitgenossen. In den Reihen der Lützower Jäger kämpften Persönlichkeiten wie Körner, Jahn, Friesen und Eichendorff. Die Uniformfarben des Freikorps, schwarzes Tuch, rote Vorstöße, goldene Knöpfe, wurden zum Vorbild für die schwarz-rot-goldene deutsche Trikolore. Der von Vaterlandsliebe durchglühte Dichter Theodor Körner schrieb im Frühjahr 1813 im Felde als Kämpfer des Freikorps sein stürmisches Gedicht Lützowers wilde, verwegene Jagd. Anderthalb Jahre später ersann Karl Maria von Weber dazu die berühmte mitreißende Melodie. Auch andere großdeutsche Komponisten haben Körners Gedicht vertont, etwa Franz Schubert und Franz Liszt. 1926-27 inszenierte Richard Oswald den Historienfilm Lützows wilde, verwegene Jagd. 3 Jahre später machte seine Verfilmung des Klassikers der deutschen schwarzen Romantik Hans-Heinz Ewers Alraune Furore. Diese Szenen stammen aus dem DDR-Film Lützower, der 1972 unter der Regie von Werner W. Wallrodt nach einem Roman von Hedda Zinner entstand. Jan Josef Lievers spielte den Major Lützow. Gemäß der von der SED gelieferten Vorlage steht im Film nicht der nationale Befreiungskampf im Vordergrund, sondern wurde das Ding vorwiegend in antimonarchistische, vor allem aber hohenzollernfeindliche Richtung gedreht. Diesen Bandenführer. Welchen? Den Lützow. Man wird ihm eine Falle stellen. Luise von Mecklenburg-Strelitz, 1776 bis 1810. Wohl keine andere deutsche Monarchistin ist vom Volke so verehrt, ja angehimmelt worden, wie Königin Luise von Preußen. Am 10. März 1776, als mecklenburgische Herzogstochter geboren, sie zeichnete sich durch Volksnähe und als vorbildliche Frau und Mutter aus. Ihre Ehe wurde mit 10 Kindern gesegnet, darunter den nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV., und Wilhelm I., der ab 1871 deutscher Kaiser wurde. Des Weiteren gehört zu ihren Kindern Charlotte, die später Kaiserin von Russland wurde. In Tilsit 1807 trat Luise mutig Napoleon entgegen. Wegen schwerer Lungenentzündung, heftig fiebernd, starb die vielgeliebte im 35. Lebensjahr am 19. Juli 1810. 1913 wurde ein erstes Leinwandwerk über die berühmteste preußische Königin uraufgeführt. Der Film von der Königin Luise, der in 3 Teilen erschien. Regisseur war Franz Porten, in der Titelrolle Hans C. Arnstedt. 1926 war Grete Reinwald in Die 11 Schillschen Offiziere, die Königin Luise. In der Neuverfilmung von 1932 war es Erna Morena. Rudolf Meinert führte Regie. Maddie Christians spielte die Titelrolle in dem eindrucksvollen zweiteiligen Historienfilm von 1927-28 Königin Luise. Der imposanteste Film über die Monarchin ist Luise, Königin von Preußen, unter der Leitung von Meisterregisseur Karl Fröhlich, der den Streifen 1931 nach einem Drehbuch von Walter von Mollo inszenierte, spielte Henny Porten die Titelrolle. Ich bin in großer Unruhe. Siehst du, Fritz, jetzt bist du selbst in Unruhe, weil du Angst hast, dass der Napoleon uns nicht gut gesinnt ist. Mein Gott, was soll denn bloß aus Deutschland werden? Ich bin König von Preußen. Na, und deutsch bist du nicht? Ach, Deutschland ist etwas so Unbestimmtes, Nebelhaftes, Traum von ein paar Phantasten. Du, Fritz, sag das nicht. Ich liebe Deutschland. Sieh mal, ich verstehe nicht viel von Politik. Weißt du, was für mich Deutschland ist? Das ist etwas, was mich gut macht. Guck mal, unsere Liebe ist doch deutsch. Und unsere Ehe und die Kinder, das ist doch alles deutsch. Du, und wenn Deutschland stirbt, sterb ich auch. In dem 1943/44 entstandenen kolossalen Historienfilm Kolberg von Veit Harlan beeindruckte Irene von Meyendorff als Königin Luise in einem fast überirdisch surreal anmutenden Auftritt. Na geh. Ich werde den Brief dem König geben. Heute noch. Das verspreche ich dir. Majestät, Seine Majestät der Zar ist vorgefahren. Danke. So drücke ich Preußen und Kolberg an mein Herz. Es sind nur noch wenige Edelsteine in unserer Krone geblieben. Kolberg ist einer davon. Majestäten, der König und die Königin. Kürzlich las ich in einer Pariser Zeitung, diese Frau ist ein Wunder an Geist, Eleganz und Wohlwollen. Und wer war gemeint? Sie, Majestät. Man sollte das Volk aufrufen. Gegen seinen König, gegen seine Fürsten. Das käme Ihnen recht, Herr vom Stein. Eine Volkserhebung. Wegen eines Feiglings. Unter der Regie von Wolfgang Liebeneiner spielte Ruth Leuwerig an der Seite von Dieter Borsche als Friedrich Wilhelm III. die Titelrolle in dem 1957 uraufgeführten bundesdeutschen Streifen Königin Luise. Martin Luther, 1483 bis 1546. Martin Luther, porträtiert 1938 von Professor Otto von Kursel, der Reformator, der ein Dankgebet zum Himmel sandte, dass ich in deutscher Zunge meinen Gott so höre und finde, wie ich ihn bisher nicht gefunden habe, weder in lateinischer, griechischer noch hebräischer Sprache. Machte sich vor allem durch seine Bibelübersetzungen, aber auch als Begründer des nationalsprachlichen Gemeindegesangs um die deutsche Hochsprache unvergleichlich verdient. Er war national gesinnt. Ich wünschte aus innersten Seufzen meines Herzens heraus, dass Deutschland meinem Vaterland geholfen werde, bekündete er angesichts schwerer nationaler Not. Und es müsste ein schändlicher Schelm sein, der seinem Vaterland nicht günstig sein wollte. Sein »Ein feste Burg« mit dem Trutzwort »Das Reich muss uns doch bleiben« wurde zeitgenössisch auch als Kampflied gegen die anstürmenden Türken verstanden, zu deren Abwehr Luther flammende Appelle an die nationale Solidarität der Deutschen richtete. Als deutsch-nationale Symbolfigur wurde der Reformator in dem 1927 unter der Regie von Hans Küser nach eigenem Buch im semi-expressionistischen Stil gedrehten Streifen Luther, ein Film der deutschen Reformation, dargestellt. Die Titelrolle spielte Eugen Klöpfer. Kieser, Meister der Geschichtserzählung, war auch Verfasser der Drehbücher zu den berühmten Filmen Faust, eine deutsche Volkssage von 1926 und Der Student von Prag von 1935. In Das unsterbliche Herz von 1939 trat Bernhard Menetti als Dr. Martin Luther auf. Ich bin in einem Himmel, den du noch gar nicht ahnst. Dieser Lutherschreck mit dir, der geht wie eine Pest über die Erde. Vor 4 Tagen hat dieser Dr. Martinus Luther diese Pest, wie ihr ihn alle nennt, 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg getragen. Da war es mir, als sei ich völlig neu geboren und mit mir die ganze deutsche Christenheit. Und als seien wir durch die geöffneten Pforten in das Paradies eingetreten. Denn von Stund an hatte die ganze Heilige Schrift für mich ein anderes Gesicht. Und ich fand hinter den lateinischen Worten einen deutschen Sinn. Und der Sinn hieß, die Werke Gottes bedeuten nun, was Gott in uns wirkt. Die Kraft Gottes, das ist, wodurch er uns kräftig macht. Die Weisheit Gottes ist, wodurch er uns weise macht. Und somit erkannte ich, dass der Christ kein Sklave seines Gottes ist, sondern ein Bruder von Gottes Sohn. Ich stehe auf, weil einer kommen muss, mit starken Armen es aufzuhalten, dass die verzweifelte Menschheit ihren Gott ganz verliert. Ich will euch den Gott zeigen, der euer Freund ist, dessen Sprache Deutsch und die eure ist. Dessen Sprache Deutsch und die eure ist. Bei dem 1953 als amerikanisch deutsche Koproduktion entstandenen Film Martin Luther handelte es sich um eine Auftragsarbeit der Vereinigten Lutherischen Kirchen der Vereinigten Staaten. Ufer-Altmeister Mark Luther komponierte die imposante Musik. Der Film wurde in Hollywood für den Academy Award nominiert. Anlässlich des 500. Geburtstags des Reformators strahlte das DDR-Fernsehen 1983 eine 5-teilige Serie Luther aus. Nach Wittenberg gebracht, die soll die Tochter einer Hexe sein. So ist er der Sohn des Teufels. Ablass tötet das Gewissen! Was ist das? Was steht da? Aus Liebe zur Wahrheit soll in Wittenberg unter Vorsitz Martin Luthers über die nachfolgenden Sätze disputiert werden. Ihr verbreitet Irrlehre. Dahinter steht der Luther. Er hat euch verführt, verwandelt, alle, verhext. Und deshalb verdammen wir deine finsteren Thesen zum Flammentod. Denkt keiner an die Menschen, sie nehmen Schaden an ihrer Seele. Sie laufen mir mit Zetteln in die Beichte und glauben sich mit Gott versöhnt. Und brachte das bundesrepublikanische, den unter der Regie von Rainer Wolfert entstandenen ZDF-Film Martin Luther mit Lambert Hamel in der Titelrolle. Nach dieser kleinen Hochkonjunktur dieser Gattung und mit dem Ende des Kalten Krieges wurden weniger Lutherfilme produziert. Im Jahr 2003 wurde schließlich der jüngste Luther-Spielfilm Luther veröffentlicht, der erneut eine amerikanisch-deutsche Koproduktion darstellt. Ist dieser Martin Luther? Dr. Luther wollte aber, dass alle das sehen. Und alle werden es sehen. Ich will Gottes Gesetz gehorchen, nicht römisch. Man muss ihn aufhalten, bevor ganz Deutschland von ihm infiziert wird. In der Folgezeit entstanden auch wieder vermehrt Dokumentationen. Die DVD-Veröffentlichung des Luther-Spielfilms von 2003 enthielt auch einen Audiokommentar der Produzentin Brigitte Rochow und des Produktionsdesigners Rolf Zehetbauer. Im besagten Kommentar dachte die Produzentin offen über eine weitere Verfilmung nach, in der jedoch stärker das Leben von Luthers Ehefrau Katharina von Bora im Zentrum stehen sollte. Eine solche Verfilmung wurde jedoch nie von ihr realisiert. Erst 2016 wurde ein solcher Ansatz im Hinblick zum Reformationsjubiläum 2017 verwirklicht. Dr. Martinus Luther, eure Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen hat uns tief bewegt und lässt uns am Klosterleben zweifeln. auf was ihr euch da einlasst. Lasst mich eure Zähne sehen. Ich habe den Mann gefunden, den ich heiraten werde. Martin Luther. Ich verspreche euch, ich werde euch niemals von eurem Werk abhalten. Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Es ist unser Leben. Niemand darf es uns wegnehmen. Was willst du da draußen? Ich will leben! Der Spielfilm Katharina Luther wurde erstmals am 22. Februar 2017 im Abendprogramm der ARD gesendet. Anschließend die Dokumentation Luther und die Frauen.